Herzlich willkommen zum Operations Management Tutorial. Mit diesem Clip aus der Serie Planung von Produktionsprogrammen und aggregierte Planung möchte ich einen Beitrag leisten, Ihnen zu zeigen, wie man auch Aspekte des Umweltschutzes in die Planung von Produktionsprogrammen hineinbekommen kann. Stellen wir uns also vor, es sei so, dass wir eine Produktion haben, bei der sowohl die Produktion der Güter selbst, als auch der Transport der Güter negative Umweltauswirkungen hat, zum Beispiel in Form von CO2-Emissionen, und dass die in unsere betriebswirtschaftlichen Optimierungskalküle nun Eingang finden sollen. Dann stellt sich die Frage, wie kann das geschehen? Und diese Frage werden wir jetzt mit diesem Clip hier beantworten. So. Wir stellen uns also vor, dass, wie gesagt, durch Produktion und Transport CO2-Emissionen erfolgen. Die sind unerwünscht, weil sie zu Klimawandel führen und das etwas ist, was wir nicht wollen. Und deswegen hat die Regierung eingeführt, dass die Unternehmen für CO2-Emissionen Strafzahlungen leisten müssen. So. Diese Strafzahlungen finden also nun Eingang in unsere betriebswirtschaftlichen Optimierungsbetrachtungen. Und was wir nun festlegen wollen, sind für jedes Produkt und jedes Werk Transport- und Produktionsmengen von den Werken zu den Märkten und dann Absatzmengen auf den Märkten, so dass wir unseren Deckungsbeitrag maximieren, dabei unsere Produktionskapazitäten an den Werken und die Absatzhöchstgrenzen auf den Märkten einhalten und dabei berücksichtigen, dass wir halt Strafen zahlen müssen, wenn wir CO2 emittieren. Ein kleines Beispiel möge das Ganze beleuchten. Das Beispiel ist natürlich stark stilisiert, aber dadurch kann man es schön handhaben. Stellen wir uns also vor, es gäbe zwei verschiedene Werke an unterschiedlichen Orten und wir hätten drei verschiedene Märkte. Dieses W da oben, das bitte ich zu verzeihen, das soll natürlich kein W sein, sondern ein M. Aber ein M ist ja irgendwie auch so ähnlich wie ein W. So, das wären also unsere drei Märkte. Und auf jedem dieser drei Märkte könnten wir denkbarerweise vier verschiedene Produkte anbieten und absetzen. Und nehmen wir mal der Einfachheit halber an, damit man das Beispiel schön nachvollziehen kann, für jedes Produkt und auf jedem dieser Märkte gäbe es eine Nachfrage von maximal 100 Mengeneinheiten, die man dort absetzen könnte. Wir stellen uns ferner vor, dass unsere Produktionswerke, die wir hier sehen, quasi als ganz hoch aggregierte, kapazitätsbeschränkte Ressourcen betrachtet werden. Und sie hätten jeweils eine Kapazität von 300 Mengeneinheiten der Produkte. Das heißt, wir könnten also zum Beispiel hier in diesem Werk 300 Mengeneinheiten des ersten Produktes machen und die hierhin, dahin und dahin auf den dritten Markt liefern. Und wir könnten in dem zweiten Werk 300 Mengeneinheiten des zweiten Produktes machen und sie hierhin, hierhin und hierhin liefern. Das wäre also zum Beispiel eine Möglichkeit. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Zahlen, damit das Beispiel schön funktioniert. Und hier habe ich also das so gemacht, dass hier für die vier verschiedenen Produkte und die zwei verschiedenen Werke zunächst mal die variablen Produktionskosten je Stück sehen. Und Sie sehen, dass das erste und das zweite Produkt, die sind relativ günstig herzustellen, das dritte und vierte Produkt, die sind teurer und das gilt sowohl in dem ersten als auch in dem zweiten Werk. An den beiden Werken sind die Produktionskosten ein bisschen unterschiedlich, aber nicht sehr. Außerdem können wir hier erkennen, was mit der Produktion der vier verschiedenen Produkte 1 bis 4 pro Stück an CO2-Emissionen einhergeht. Man kann also erkennen, dass wenn wir die Produkte 1 und 2 machen, dass damit viel CO2-Emission einhergeht und wenn wir die Produkte 3 und 4 machen, geht damit wenig CO2-Produktion einher. Wenn wir das jetzt nochmal uns hier anschauen mit den
Produktionskosten, dann können wir also salopp gesprochen sagen, Produkt 1 und 2, die sind billig und dreckig und Produkt 3 und 4, die sind teuer und sauber. Und jetzt stellt sich also die Frage, wie wollen wir produzieren? Billig und dreckig oder teuer und sauber? Und das hängt natürlich von noch ein paar anderen Sachen ab. Es hängt zum Beispiel davon ab, wie es denn für die verschiedenen Produkte auf den verschiedenen Märkten mit den Erlösen aussieht. Wir stellen jetzt fest, dass also die billigen Produkte zu etwas niedrigeren Erlösen führen als die etwas teurer herzustellenden Produkte. Hier sind also die Erlöse höher. Bei den sauberen Produkten 3 und 4 stellen wir uns zum Beispiel vor, dass wir mit den Produkten 3 und 4 Zertifikate von so Nichtregierungsorganisationen bekommen für eine besonders saubere, umweltschonende Produktion. Und wenn wir diese Zertifikate haben, dann können wir auf den Märkten auch höhere Preise durchsetzen. So, dann haben wir hier außerdem noch die Transporte zu beachten. Von den zwei Werken zu den drei verschiedenen Märkten ist es jetzt unterschiedlich teuer zu transportieren, je Mengeneinheit. Und dann kommt da noch was weiteres, nämlich die CO2-Emissionen. Die sind auch unterschiedlich, je nachdem, was von wo nach wo transportiert wird. Also wenn wir von dem Werk 1 zum Markt 1 transportieren und zum Markt 3, dann führt das zu relativ hohen CO2-Emissionen. Nehmen wir mal an, dass da eine bestimmte Transporttechnologie verwendet wird, die halt sehr umweltschädlich ist. Wenn wir dagegen vom Werk 2 aus transportieren oder vom Werk 1, aber zum Markt 2, dann ist der Transport unter CO2-Emissionsaspekten günstiger. So, bitte nicht erschrecken, das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Das ist jetzt die Notationstabelle für ein Entscheidungsmodell, mit dem es uns gleich gelingen wird, optimale deckungsbeitragsmaximierende Pläne für das Unternehmen zu entwickeln. Wir erschließen uns das jetzt so ähnlich, wie man einen Elefanten isst, in kleinen Stücken. Wir haben also hier unsere verschiedenen Produkte, unsere Märkte M, unsere Werke W. Wir kennen den Ressourcenverbrauch je Einheit von Produkt I in Werk W. Das wäre ganz einfach 1. Die Periodenkapazität des Werks W hatten wir auch schon kennengelernt. Das war 300, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben die Absatzobergrenze von Produkt I auf Markt M. Das waren in dem Beispiel jeweils die 100. Die Erlöse von dem jeweiligen Produkt auf dem Markt fanden Sie in der Tabelle. Das gilt auch für die Emissionen von Produkt I aufgrund der Produktion und die Emissionen aufgrund des Transports. Hier das ist ein etwas verunglücktes T, steht für den Transport, wenn wir Produkt I von Werk W zu Markt M transportieren. Dann haben wir hier die Kosten der Emission einer Einheit CO2. Das sind also diese Strafzahlungen, die wir zu leisten haben, wenn wir CO2 emittieren. Dann haben wir unsere Transportkostensätze, unsere variablen Produktionskosten, jeweils bezogen auf die Kombination von Produkt, Werk und gegebenenfalls Markt. Und wir haben hier unsere Entscheidungsvariablen. Bei den Entscheidungsvariablen könnte man eigentlich argumentieren, dass man nur eine einzige braucht, nämlich diese Variable, die uns sagt, wie viel transportieren wir von Produkt I in dem Werk W zum Markt M. Hier ist auch noch ein kleiner Fehler, das korrigieren wir gerade nochmal. Transportmenge von Produkt I in dem Werk W zum Markt M. Das gehört natürlich nicht hin. Okay. Daraus ergibt sich dann unmittelbar, wie groß die Produktionsmenge von dem Produkt I im Werk W ist. Wir kennen damit dann auch die Absatzmenge von dem Produkt I auf dem Markt M. Und wir können daraus ausrechnen, wie groß die gesamten Emissionen der Produktion und des Transportes sind.
Das geschieht jetzt gleich alles in diesem Modell. Das gucken wir uns jetzt hier in aller Ruhe miteinander an. Und zwar fangen wir mal an mit der Kapazitätsrestriktion an dem jeweiligen Werk. Wir haben also hier bei den Nebenbedingungen für jedes Werk festzulegen, wie groß die Produktionsmenge von Produkt I in dem Werk W ist. Da kennen wir die Stückbearbeitungszeit oder die Kapazitätsbelastung und die darf nicht größer sein als die Kapazität des Werkes. Diese Produktionsmenge XIW von dem Werk und dem Produkt, die teilt sich nun auf in die Transportmenge auf die verschiedenen Märkte. Das heißt, dieses XIW für jedes Produkt I und jedes Werk W wird zerlegt in Transportmengen dieses Produktes I von dem Werk W zu den verschiedenen Märkten M, die wir dort haben. So, wenn ich diese YIWM kenne und weiß von jedem Produkt an jedem Markt, wie viel dort von den Werken ankommt, dann muss das, was da ankommt, gleich der Absatzmenge sein. UIM ist die Absatzmenge von Produkt I im Markt M. Und diese Absatzmenge, die darf die Nachfrage des Produktes an diesem Markt nicht überschreiten. Gut, ich kenne also jetzt meine abgesetzten Mengen, meine transportierten Mengen und meine produzierten Mengen. Und wenn ich die produzierten Mengen und die transportierten Menge kenne, dann kann ich mit den Parametern für die CO2-Emission aufgrund der Produktion und des Transportes hier die gesamten Emissionen an CO2 ausrechnen. So, und nun kenne ich alle Größen, die ich brauche, um mir meinen Zielfunktionswert zu ermitteln. Der Zielfunktionswert, der hat also so den Charakter eines Deckungsbeitrages. Den finden wir also jetzt hier, indem wir zunächst mal die abgesetzten Mengen mit den Stückerlösen multiplizieren über alle Produkte und alle Märkte. Das gibt uns also jetzt unsere Erlöse. Dann haben wir hier die Kosten der Produktion für die verschiedenen Produkte an den verschiedenen Märkten. Die Produktionsmengen in den Werken von den Produkten werden mit den entsprechenden Kostensätzen multipliziert. Dann haben wir noch die Kosten für den Transport. Die beziehen sich auf die verschiedenen Produkte und die verschiedenen Kombinationen von Werken W und Märkten M. Da muss ich also meine Transportmenge YIWM des Produktes I von Werk W zu Markt M mit dem Transportkostensatz je Einheit multiplizieren. Dann habe ich hier die gesamten Transportkosten. Und dann kommen zu guter Letzt noch die Strafzahlung für die Emission von CO2 hinzu. Das ist die gesamte CO2-Emission aufgrund der Produktion und des Transportes der verschiedenen Produkte. Die wird mit dem Strafkostensatz multipliziert und dann können wir also hier erkennen, wie viel an Strafzahlung das Unternehmen leisten muss, gegeben sein Produktions- und Transportprogramm. So, und für dieses schöne kleine Beispiel können wir uns nun Ergebnisse angucken und dabei insbesondere studieren, was passiert, wenn an diesem Strafkostensatz, den wir da gerade gesehen haben, hier, an diesem Strafkostensatz, wenn an dem durch die Regierung gedreht wird. Dann können wir nämlich sehen, wie die Aktivität des Unternehmens sich ändert, wie die Emissionen davon beeinflusst werden und was das sonst noch für Konsequenzen hat. Das hat eine ganze Menge Konsequenzen, wie Sie nun anhand dieses kleinen stilisierten Beispiels erkennen werden. Der Ausgangsfall möge der sein, bei dem der Strafkostensatz gleich Null ist. Das heißt, es ist völlig egal, was wir da an CO2 in die Luft blasen. Wir müssen dafür nichts bezahlen. Und wenn das die Ausgangssituation ist und wir dieses Entscheidungsmodell mit diesem Strafkostensatz lösen, dann kriegen wir eine optimale Lösung heraus, die sagt, der Deckungsbeitrag ist 56.500 Geldeinheiten. Und was wir tatsächlich machen werden, können wir hier bei den Transportmengen sehr gut sehen. Das bedeutet nämlich, wir stellen nur
die Produkte 1 und 2 her. Das erste Werk stellt 100 Mengeneinheiten von dem ersten Produkt für den ersten und den zweiten Markt her. Und darüber hinaus stellt es nochmal 100 Mengeneinheiten des zweiten Produktes für den ersten Markt her. Das ist also das, was das erste Werk macht. Und das zweite Werk stellt 100 Mengeneinheiten des ersten Produktes für den dritten Markt her und 100 Mengeneinheiten des zweiten Produktes für den zweiten und den dritten Markt. Damit sind beide Werke komplett ausgelastet. Es werden nur die Produkte 1 und 2 gemacht. Sie erinnern sich, das sind die, die so schmutzig sind, aber offensichtlich sind die profitabel. Das weitere Ergebnis ist, dass, wenn wir das so machen, die Gesamtemission 14.400 Mengeneinheiten dieser CO2-Emissionen sind. So, und nun kann es sein, und dieses Beispiel ist bewusst so konstruiert, um das zu zeigen, dass schon kleine Kostensätze für diese Strafzahlung dazu führen, dass das Unternehmen seine Produktion und seinen Transport verändert. Nehmen wir also beispielsweise hier mal an, dass eine Strafzahlung von 0,3 Geldeinheiten je Mengeneinheit CO2-Emission erfolgt. Wenn wir damit das Modell neu lösen, dann sehen wir an verschiedenen Stellen gleichzeitig Änderungen. Zum einen erkennen wir, dass plötzlich das etwas sauberere Produkt 3 mit 100 Mengeneinheiten in unserem Programm auftaucht und eines der anderen Produkte hat dann weniger davon, und zwar das erste Produkt. Bei dem ersten Produkt erkennen wir nun, dass von dem jetzt nur noch 200 Mengeneinheiten hergestellt werden, während wir vorher von dem ersten Produkt 300 Mengeneinheiten hergestellt haben. Damit ist ein gewisser Rückgang des Deckungsbeitrages verbunden. Das Unternehmen hat also jetzt nur noch einen Deckungsbeitrag von 52.220 im Vergleich zu den 56.500 Geldeinheiten. Und Sie sehen auch, dass damit eine Reduktion der CO2-Emissionen insgesamt einhergeht. Gut, jetzt kann man weiter an diesem Satz hier herumschrauben, an dem hier. Wir können den also weiter vergrößern, und zwar so lange, bis sich wieder etwas ändert an dem Produktions- und Transportprogramm. Das ist der Fall, wenn wir einen Satz von 0,6 Geldeinheiten haben, dann werden auf einmal die Produkte 3 und die Produkte 4 gemacht. Hier haben wir also jetzt schon zur Hälfte die Produktion der in Anführungszeichen sauberen Produkte und noch zur Hälfte die Produktion der schmutzigen Produkte. Der Deckungsbeitrag ist natürlich weiter zurückgegangen. Aber auch die CO2-Emissionen sind zurückgegangen, und zwar im Vergleich zu dem Ausgangsfall schon ganz erheblich, so auf gut die Hälfte. Wenn wir noch weiter mit unserem Strafkostensatz raufgehen, kriegen wir unsere CO2-Emissionen noch weiter runter. Da wird jetzt überhaupt nichts mehr gemacht von dem Produkt 1 und dem Produkt 2. Wir sind jetzt nur noch bei den sauberen Produkten 3 und 4. Der Deckungsbeitrag, den unser Unternehmen erwirtschaftet, der liegt jetzt noch bei 35.000 Geldeinheiten. Und gleichzeitig, und das sehen wir auch noch, geht damit aber quasi eine Art Steueraufkommen seitens des Staates einher. Das werden wir uns jetzt auch gleich nochmal genauer anschauen. Hier haben wir also diese Fälle, wo wir mit relativ niedrigen CO2-Steuersätzen oder Strafzahlungen oder Emissionskostensätzen, das möge alles das Gleiche sein, operieren. Wir haben also hier die Anfangssituation, wo nur die schmutzigen Produkte 1 und 2 hergestellt werden
und zwar jeweils 300 Stück von jedem der beiden Produkte. Und indem wir jetzt mit dem Emissionskostensatz weiter raufgehen, so ab 3,1 werden jetzt nur noch die Produkte 3 und 4, die beiden sauberen Produkte, hergestellt. Gut, das waren jetzt kleine Änderungen dieser Steuersätze. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir größere Änderungen machen. Wir können also mit diesen Steuersätzen oder Strafzahlungssätzen noch raufgehen, so etwa auf so einen Wert von, na, das dürfte vielleicht so bei 8 hier liegen. Und dann fängt das Unternehmen an, seine Produktion einzuschränken. Jetzt wird auf einmal in einem der Werke nicht mehr voll produziert. Und Sie sehen, dass das hier jetzt weitergeht. Wenn wir also weiter diese Emissionskostensätze hier hochziehen oder diese Steuersätze hochziehen, dann wird immer weniger auch von den sauberen Produkten, also relativ sauberen Produkten 3 und 4 produziert, bis bei einem bestimmten Satz dann überhaupt nichts mehr produziert wird. Für diese Betrachtung sehen Sie hier in diesem folgenden Diagramm auch, wie dieser CO2-Steuersatz oder dieser Emissionskostensatz sich auswirkt auf den Deckungsbeitrag und auf die gezahlte CO2-Steuer. Der Deckungsbeitrag des Unternehmens, der wird naturgemäß hier, ups, da wollte ich nicht hin, Entschuldigung, der wird natürlich immer kleiner. Und zwar stetig kleiner, wenn dieser Kostensatz größer wird. Aber das Aufkommen an CO2-Steuer, nennen wir das mal, seitens des Staates, das wird natürlich gleichzeitig größer. Das können Sie jetzt hier erkennen. Und dann haben wir hier diese Sprünge. Das sind dann die Momente oder die Stellen, an denen das Unternehmen sein Programm verändert, bis hier zu diesem Punkt, wo dann überhaupt nichts mehr produziert wird. So, das heißt, dass wenn man das also betrachten will aus einer ökonomischen Sicht, muss man praktisch nicht nur die Perspektive des Unternehmens sehen, sondern gleichzeitig auch noch dieses Steueraufkommen, was hier entsteht, was man also dazu heranziehen kann, um beispielsweise wieder Kompensationszahlungen für irgendwen zu leisten, der diese Zahlungen besonders benötigt. Und das ist ja auch genau die Idee, die hinter derartigen staatlichen Regularien steht. So, das war jetzt die vorletzte Abbildung. Die letzte Abbildung ist diese hier. Hier können wir nochmal sehen, wie dieser Emissionskostensatz oder dieser CO2-Steuersatz sich auswirkt auf das Aufkommen aus der CO2-Steuer und die damit einhergehenden Emissionen. Natürlich, wenn wir diesen Kostensatz vergrößern, gehen die Emissionen runter. Aber dieses Steueraufkommen hat ja so einen ganz interessanten Verlauf. Das springt nämlich immer mal wieder, bezogen auf das einzelne Unternehmen, dort, wo das einzelne Unternehmen sein Programm verändert. Und bei einem ganz niedrigen und einem ganz hohen Satz ist dann das Aufkommen aus diesem einen Unternehmen gesehen jeweils null. Hier wird nichts, fällt halt keine Steuer an und da ist das Unternehmen aus dem Markt gegangen. Gut, was Sie also lernen konnten bei dieser ganzen Angelegenheit ist, dass wir sehr wohl in der Lage sind, in unsere Entscheidungsmodelle der Programmplanung aufzunehmen, dass Emissionen für, sagen wir mal, CO2 oder für irgendetwas anderes, was für die Umwelt schädlich ist, dass die durch Steuern oder Strafzahlungen seitens des Staates bestraft werden und dass man mit diesen Modellen dann die jeweils betriebswirtschaftlich optimale Reaktion der Unternehmen auf solche Vorgaben des Staates durchaus berechnen kann. Das ist keine Hexerei, man muss nur wissen, wie es geht. Nachlesen und weiterarbeiten können Sie das wie immer im Operations Management Tutorial.